Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Dishonored. Ja, ich habe gerade schon mal eine Aufnahme gestartet, war allerdings so schlau, das Mikro nicht anzumachen. Also so indirekt halt, also ich wurde nicht aufgenommen, hatte jetzt keine Lust nachzusynchronisieren. Habe auch nur 20 Minuten gespielt. Gibt es auch schon ein Fortsetzen. Ja, ich habe gerade Lust, das zu spielen gehabt, so quasi. Okay, es klingt irgendwie doof. Ich wollte eigentlich was anderes Let's Playen. Und ja, das ging irgendwie nicht. Irgendwie konnte ich das nicht aufnehmen. Das hat voll rumgespackt und sowas. Was ist es, werde ich nicht sagen. Vielleicht später nochmal irgendwann. Erstmal auch ohne Facecam. Denke ich mal, wenn ihr dann irgendwie eine Sprache, wenn ihr eine haben wollt, dann müsst ihr das einfach sagen. Werde ich ihn noch dazu schalten später. Ich warne euch auf jeden Fall schon mal vor, ich bin extrem schlecht in solchen Spielen, wo man noch so ein bisschen rum stealthen muss, keine Ahnung und so, ne? Aber wir fangen einfach neu an. Ist vielleicht lustig zum Zugucken. Leicht spiele ich dennoch nicht, normal sollte ich zu schaffen sein. Schwer und sehr schwer eher nicht. So. Ich denke mal, ich werde so, nicht alle Tage, wahrscheinlich alle zwei Tage erstmal ein Video rausbringen. Also mal gucken, wie ich es von der Fülle her schaffe. Die werden, ich denke mal, so 20 bis 30 Minuten lang sein. Hoch auf die Uhr geguckt habe ich, aber nicht gemerkt, wie spät es war. Ah, so in etwa gut. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich denke mal, jetzt wäre alles geklärt. Ach ja, eigentlich wollte ich mit Controller spielen. Ich spiele ja gerade mit Maus und Tastatur. Ich habe hier so ein, mal gucken, ein, huch, so ein Xeox Controller. Wireless sogar, ja. Aber irgendwie geht das Spiel damit nicht, obwohl es eigentlich gehen sollte, aber der ist irgendwie so verbuggt. Wenn ihr mir da irgendwie weiterhelfen könntet, wäre das natürlich sehr top von euch. Aber wir fangen jetzt einfach an. So, genug gelabert. Ich habe hier die Helligkeit, eigentlich müsste noch ein bisschen dunkler. Aber ich mache mal lieber so etwas heller, damit wegen der Aufnahme könnte sein, dass es etwas dunkler wäre. Ich weiß es nicht genau. Sicher ist sicher, ne? So, annehmen. Ja. So, jetzt kann es aber losgehen. Die Heimkehr, endlich wieder daheim. Mehrere Monate lang warst du in den anderen Ländern des Kaiserreichs unterwegs, um sie um Hilfe im Kampf gegen die Seuche zu bitten. Jetzt musst du die offiziellen Antworten der Kaiserin überbringen, der du als kaiserlicher Schutzherr dienst. Gut zu wissen, jetzt weiß ich schon mal, wer ich bin. Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Na, dann ist gut. Die Seuche hat so viele dahin gerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind Sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden Ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ich versuch's. Ich hoffe mal, das geht auch vom Ton her so. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ein bisschen leise. Werde ich nach der Folge dann mal gucken. Vrenhaven. Benutze deine Maus, um dich umzusehen. Ja. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Dunwall, ich glaube, ich würde es Dunwall nennen. Eine weite Reise für die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch. Oh oh. Alles aber, warum sitze ich denn nicht? Ich will mich da hinsetzen. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Naja. Das war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Na gut. Ah, jetzt konnte ich das nicht lesen. Aha. So. Es geht nach oben. Es geht nach oben. Oh, eingesperrt. Yeah. Endlich zu Hause. So. Jetzt fahren wir hier schön nach oben und dann gucken wir uns mal um. Wenn ich mal laufen darf, ich will laufen. Steg runter. Die Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten warten, Corvo. Na okay. Lass mich vorbeilaufen. Oh, du bist im Weg. Danke. Was, nee, reden will ich nicht mit dir. Ich könnte natürlich jetzt noch mit deinen reden.
die werden bestimmt sagen, ja, du bist voll cool und so. Aber naja. Hier ist auch nichts los. Hui. Ja, bin ich. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Ja, gab es. Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen alten Meisterspion. Okay. Spielen wir mit ihr Verstecken oder nicht? Naja, wir sind heute mal nett. Legen wir los. Gut, los geht's. Los geht's. Na dann, mach. Na los, mach schon. Triff Emily unter der Steinbrücke. Ist nur optional. Kann ich ja... Sollte ich ja runter... Ich glaube, das zieht mir Leben ab, wa? Das mache ich lieber nicht unbedingt. Ich will mal bis aufs Dach klettern. Ja, später. Als du fort warst, war Mutter so traurig. Ich glaube, sie hat dich vermisst. Cool. Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle. Und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut. Okay, ich kann mich verstecken. Mit C kann ich mich ducken. Um in den Schleichmodus zu wechseln, an sich sogar. Wo verstecke ich mich denn mal? Ich muss sagen, ich habe mich in der letzten Aufnahme hier versteckt. Nachdem ich das erste Mal voll verkackt habe, aber dann... Hier war es ganz gut. Mal sehen, ob es wieder klappt. Wenn du Q oder E drückst, kannst du in der Ecke hervorschauen und die Lage erkunden, ohne deinen Gegner, ohne von deinem Gegner gesehen zu werden. Ach, sogar das. Cool. Jetzt gucke ich hier so verplant durch die Gegend. Oh, schöne Kiste. Oh, schöne Textur. Du findest mich? Na dann, mach mal. Ja, irgendwie ist das nicht ganz so optimal, aber naja. Wo verstecke ich mich denn wohl? Na? Findest du mich? Hallo. Haha. Gut, ich war hier. Hahaha. So. Was auch immer ich dadurch jetzt gewonnen habe, ich habe mit dem Mädel gespielt. Na los. Ha. Ja, ganz viele. Nein, es gibt viele. Hallo. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Na, ganz schön selbst überzeugt. Naja, wenn er meint... Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Ich kann es dir nicht sagen. Kann ich sowas mitnehmen? Schade, ich wollte so einen Bilderrahmen haben. Wäre cool gewesen. Da muss ich nicht lang, ich muss hier lang. Da muss ich hin, zur Kaiserin Yasamine. Gehen wir da mal hin. Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Na, das ist gut. Und? Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emma. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Also ich mag die Synchronstimme von dem Typi. Das habe ich in der letzten Aufnahme auch schon gesagt, aber naja. Hallo. 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Das klingt jetzt aber nicht gerade positiv. Gemeiner alter Sack. Hallo. Ja. Welche Nachrichten bringen Sie? Gib den Brief der Kaiserin. Ja, hier, kannst du haben. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen. Und würde ein Heilmittel kennen. Das ist schlecht. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Oh, sag ich doch. Wir sind am Ende. Das ist doof. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Ja. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, oh, mein Schatz. Eine Kutsche. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Oh, oh. Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie. Hat der alte Sack mitgenommen. Auf dem Dach.
Hilfe! So, mit links greife ich mit meiner rechten Waffe an und mit Rechtsklick mit meiner linken Waffe, wie es aussieht. Mit Steuerung kann ich Schwerthiebe abblocken. Huch, komm her. Aber wie ihr seht, ich bin pro hoch 10. Vorsicht, oh, hallo. Ja, ja, alles gut. Ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Kein Thema. Ah, Hilfe! So ein blöder Arsch. Oh, jetzt klatscht er die um die Bitch. Oh, oh. Au. Ich bin hier runtergefallen. Die können sich alle porten, das ist unfair. Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Schützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Okay, und auf einmal sind da Beine. Ihr habt es auch gesehen, oder? Hab ich auch hergeportet. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Das weiß er natürlich sofort. Das kann nur ich gewesen sein. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ich gar nichts. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Dishonored. Naja gut, das Spiel heißt ja nicht umsonst so. Na? Entehrt. 6 Monate sind vergangen. Seit ich der kaiserliche Meisterspion beschuldigt hat, die Kaiserin ermordet und an der Führung ihrer Tochter Emily mitgewirkt zu haben. 6 Monate, die du im Gefängnis von Coldridge verbracht hast, während der Tag deiner Hinrichtung immer näher kommt. Na gut. Dann gucken wir mal. Gefängnis von Coldridge. Nee, überspringen will ich das nicht. Ihr seid gemein. Dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Nee. Aui. Ey, was macht ihr da? Blödis. Sind gemein. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Mieser Penner, ich werde dich töten. Mach dich kaputt. Die Kaiserin ist tot. Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht. Mieser alter Sack. Ja, sie Angst hat. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Boah, die sind alle so blöd. Führer, die Schwachen leiten. Ich bin stark. Dabei helfen wir gerne. Ihr seid schwach. Nichts Persönliches. Charakterschwach. Wenn sie unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Nö. Und jemand musste der Sündenbock sein. Boah, ey. Gemein. Gemein, gemein, gemein. Jetzt bin ich in meiner Zelle. Na toll. Die sind doch alle blöd. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Ein Freund? Ich hab noch Freunde, das ist doch cool. Sind die Ratten meine Freunde? Hallo, meine Ratte. Hallo. Komm her. Ich kann nichts mitmachen, kann die mal kaputt schlagen. Ja, hier diesen Text hatte ich letztes Mal auch mühevoll entziffert. Ich glaube, da steht so in etwa, dass alle, also wir alle, starten halt unschuldig, aber sterben halt schuldig. So in etwa ist das, glaube ich, übersetzt. Was steht hier noch? Oh, das kann ich nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Na egal. Da läuft jetzt schön rein. Wie spät haben wir es denn? Damit die Folge auch nicht zu lang wird. Aber ein bisschen geht noch. Dann gucken wir uns jetzt mal hier das lecker Essen. Yum, 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 yum. Eine anonyme Nachricht. Dann lesen wir die mal. Corvo. Wer wir sind, spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss. Wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in die Kanalisation. In der Kanalisation. Bah, Lesebug. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. G-
Gut, dass ich Freunde hab. So. Ein Schlüssel. Jetzt. Haha. Ich bin entkommen. Ich bin frei. Und ich habe ein Schatz. Oh, ein bisschen Geld. So. Der nicht tödliche Schleichangriff hat den Vorteil, dass du es mit wenigen Ritten und Weinern zu tun bekommst. Manche Personen dir wohl gesonnen sind und das Ende weniger düster ist. Oh, huch, ich habe oben überlesen. Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, oh, abschlachten. Ja, genau. Indem du linke Maustaste drückst. Oder du schleichst von hinten an und hältst Steuerung links gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Gut. Das habe ich gerade schon mal nicht geschafft. Vielleicht schaffe ich es jetzt, ja. Das muss ich mal gucken. Der Tisch redet nur über mich. Kann ich jetzt einfach, warte mal. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. Ah, gut. Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. So, letztes Mal habe ich nämlich nicht abgewartet, bis die weggelaufen waren. Oh, da ist noch immer einer. Okay, die sehen mich immer noch. Das ist schlecht. Und dann haben die mich natürlich entdeckt und ich muss die alle kaputt hauen. Mal sehen, ob es jetzt besser klappt. Ich wollte deine Elixierration kaufen. Neue Nacht, neue Wacht mit dir. Na los, 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 los. Macht was. Lauft weg. Du, da solltest auch weggucken. So. Jetzt legen wir ihn hier ab. Ha. Huch. Naja, ein bisschen weggeworfen, aber. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Und die stört das nicht, dass der Typ auf einmal weg ist. Gut zu wissen. Wen nehmen wir denn als nächstes? Eigentlich sogar den Fetten, wa? Das ist doch die letzte Scheiße. Ja, genau. Kackte Seuche. Ratten, alles zum Kotzen. So, dreh dich um. Dreh dich um. Na los, trau dich. Trau dich. Du siehst mich nicht? Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. So. Ja, was war das wohl? Aber das stört ihn auch nicht, dass die anderen weg sind. Ist ja schon mal sehr gut. So. Gut. Ah, jetzt komm her. Ja, die Beute nehme ich mir natürlich. Huch, jetzt kann ich ja mal sprinten. Ah, gut, kann ich nicht, wenn ich einen auf dem Rücken habe. Aber. So. Gut gemacht. Mach den eh nicht. Haben die ja noch Beute oder habe ich die schon genommen? Wahrscheinlich habe ich die schon genommen. Dann laufe ich jetzt mal weiter. Obwohl, mal sehen, wie lange nehme ich denn schon auf. Naja, eigentlich könnte ich auch schon mal Pause machen. Aber erstmal nehme ich mir das da und das da. Mal sehen, gibt es hier noch mehr zu holen. Die morgige Hinrichtung darf ja, für ein Gesundheitselixier trinken, sehr gut. Und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Aber ansonsten gibt es hier ja nichts weiter. Gut, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.